Auf geht's, Jena. Einzelwetterausgabe und wir sind mitten in der heißen Phase der Berichtssaison. Gestern diverse Aktien und AGs, muss man sagen, die ihre Ergebnisse vorgestellt haben. Unter anderem Zalando und damit sind wir auch schon mitten in der Ausgabe. Gestern Zalando in der Spitze minus 8%, nachdem dann hier diese kurzfristige Gegenbewegung zustande gekommen ist. Was war denn los? Im dritten Quartal hat Zalando einen Nettoverlust erzielt. Das sei aber unter anderem wegen der geplanten Investitionen in die Logistik und der Infrastruktur zustande gekommen und sei geplant gewesen. Allerdings ist es so, und das fand, glaube ich, die Börse nicht so schön, ist die geplante EBIT-Marge für das Gesamtjahr reduziert worden, weil nämlich im Oktober auch nicht so viel eingekauft worden ist. Der Monat sei zu warm. So, allerdings sagt das Unternehmen, Umsatzziel bleibe bestehen. Man muss ja dazu sagen, ja, schon diese gesamte Phase kommuniziert das Unternehmen, dass sie ab 2020 die dicken, in Anführungszeichen, Gewinne einstreichen wollen. Bis dahin möchte das Unternehmen das Geschäft verdoppeln und die Marge niedrig halten. Das heißt, die Gelder werden reinvestiert. Und so sieht auch der aktuelle Chart aus. Also Analysten, habe ich gelesen, schreiben die Tatsache, dass die Kunden mehr geworden sind, also Wachstum an Kunden und die Bestellung pro Kunde zugenommen hat. Das ist genau das, was Zalando vorhat. Und deswegen sei diese niedrigere EBIT-Marge nicht das Problem. Für mich als Trader ist kurzfristig interessant. Wir sind hier im Bereich der 200-Tage-Linie. Wir sind hier im Bereich der 61% Retracement-Marke. Das heißt, die Zone um die 40 ist durchaus unterstützt. Und kann man gucken, ob es kurzfristig irgendetwas ergibt. Aber mittelfristig muss man sagen, eindeutig hier Allzeithoch. Rangelaufen, 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 nicht mehr ganz rangelaufen. Also oberhalb der 55, 45 ist das erste Ziel 50. So, das wäre für mich interessant. Das hier, das ist alles eine Konsolidierung, das ist vielleicht kurzfristig interessant und deswegen Zalando für mich erstmal auf Watch. BMW gestern ebenfalls mit Zahlen, gestern minus 3%. So, die Marge auch hier niedriger als die Konkurrenz, auch wenn BMW jetzt für das Gesamtjahr die Prognose angehoben hat. Das ist eigentlich das, was die Analysten die ganze Zeit schon erwartet haben. Und viele Markthändler sagen, die Zahlen sind uninspiriert, das Portfolio ist uninspirierend. Und deswegen aus technischer Sicht, wir sind ja Trader, hat mir gesagt, also da muss irgendwas Besonderes passieren, müssen richtig gute Zahlen kommen, dass wir hier über diese Zone um die 90 Euro gehen. Dann hat die Aktie Potenzial. Also nicht verwunderlich, dass jetzt dieser Pullback kommt. Ja, wir laufen in Richtung Unterstützungen, 85, 86, das ist aber für mich schwer zu greifen, irgendetwas zu traden, denn BMW hat ja, bitte nicht vergessen, 18% gemacht in 2 Monaten. Und deswegen ja, auf der einen Seite bullisch, auf der anderen Seite am Widerstand und deswegen auch BMW. Für mich zum Traden erstmal nur gucken. Gewinner des gestrigen Tages hingegen ist die Osram-Aktie gewesen. Osram hat nach Zahlen erstmal, glaube ich, 3% abgegeben, um dann von da unten, boah, 10% zu machen, mittlerweile sind es 12%. Was ist denn los gewesen? Also Osram hat überraschend ziemlich gute Zahlen rausgebracht. Man muss sagen, Umsatz ist deutlich gestiegen, EBIT ist deutlich gestiegen. Allerdings, und so erkläre ich mir diese anfänglichen minus 3%, hatte der CEO relativ zurückhaltend sich, was das Jahr 2018 angeht, geäußert und gesagt, wir haben viele neue Standorte, müssen viele Investitionen betreiben, deswegen wird der Gewinn geringer anfallen, zudem sei der Dollar schwach, das wäre ebenfalls schwierig und deswegen hat der Geschäftsführer so ein bisschen die Erwartungen für das Jahr 2018 gesenkt. Was er dann aber auch gleichzeitig gesagt hat, ist, dass Osram durchaus der Gewinner sein könnte, was das autonome Fahren angeht. Da wird der Umsatz auf etwa 500 Millionen geschätzt, was Osram dadurch verdienen könnte, zumal sie mit Conti zusammenarbeiten und ich glaube, dass das der Grund ist. So, und jetzt sind wir wieder dabei. Ich täte ja nicht, was ich glaube. Ich täte nicht das, was ich höre, sondern ich täte das, was ich sehe. Ich täte mein System. Und das, was wir sehen können, ist, wir haben hier eine Trendbegrenzung. Es ist Widerstand, es ist Widerstand, es ist Widerstand, es ist Widerstand. Der Markt ist hier hingekommen und konsolidiert oberhalb dieser Widerstandszone, konsolidiert hier oberhalb der Zone um 62 Euro Marke. Das heißt, wir bilden hier eine Bullenflagge oberhalb einer ehemaligen Widerstand- und jetzt Unterstützungszone. Und fast möchte ich jetzt Osram zurufen, liebe Osram-Aktie, lass dir doch Zeit. Lass dir Zeit. So jetzt hier rein, ah, das wird mit dem Stop-Loss schwierig. Das ist im Chancen-Risiko-Verhältnis schwierig.
Und dann habe ich kein schönes Setup. Ansonsten mit Volumen nach oben gegangen. Das ist ja ein gutes Zeichen. Deswegen Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung in Richtung 80 und möglicherweise darüber hinaus 85. Wahrscheinlicher, wenn diese trendbegrenzende Linie rausgenommen wird. Das ist die spekulative Variante. Die konservative Variante ist natürlich mit dem neuen Allzeithoch, also oberhalb der 73, 80. Das gilt es sich anzugucken. Ich finde, falls Osram sich hier Zeit ließe, dann vielleicht nochmal eine Ehrenrunde drehen würde, dann wäre das durchaus vom Chancen-Risiko-Verhältnis interessant. Und wozu ich Sie einladen möchte, man kann alle diese News sich anschauen, durchlesen. Das ist gut, wenn man weiß, was so dahinter ist. Wichtig ist, wenn Sie eine Aktie traden wollen, Sie müssen die Massenpsychologie dahinter verstehen. Schauen Sie, es kommt doch nicht von ungefähr, dass Sie jetzt genau hier stehen bleiben. Und diesen Chart sauber lesen zu können, Unterstützung und Widerstände sauber beurteilen zu können und vor allen Dingen ein System zu haben, zu sagen, okay, alle Systemparameter erfüllen eine Fortsetzung. Ich weiß, wo ich meinen Stop-Loss setzen kann. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt da reingehe, das vom Chancen-Risiko-Verhältnis nicht passt. All das können Sie lernen. Und dann können Sie nämlich auf einem ganz anderen Level traden. Und deswegen fordere ich Sie auf, überlegen Sie, ob diese Art des Tradens für Sie hilfreich ist. Und wenn Sie feststellen, nein, ist es nicht, dann ist es wichtig, dass Sie etwas ändern. Und ich bin auch davon überzeugt, einfach hinterher springen. Da springen irgendwelche Leute dann hinterher und diesmal klappt es. Denkt man, ah super, wunderbar, also muss ich mal hinterher springen. Dann springen sie das nächste Mal die 10% hinterher und kaufen direkt den Widerstand und der Markt wird abverkauft. Sie brauchen ein System und das können Sie mit uns erlernen. Sie haben noch bis zum 15. Oktober 30% Preisnachlass für die letzten Plätze für unser Mentorprogramm im Januar. Sie können sich jetzt darüber informieren. Auch mit richtig guten Zahlen gestern. Tagimmobilien, wobei ich zeige Ihnen gerade hier den Wochenchart. Schauen Sie, Tagimmobilien hat hier den Ausbruch bereits im Mai dieses Jahres vollzogen. Also da ist der primäre Ausbruch. Wir sind schon von 13 Euro hochgelaufen in Richtung 15,50. Und deswegen, ja, also wenn ich hier diese untere Linie hochkopiere, die schwache Linie, einverstanden, da oben könnte eine technische Widerstandszone sein. Und deswegen mit dem Wissen, dass jetzt die Aktie schon geraume Zeit gelaufen ist, tue ich mich schwer zu sagen, okay, hinterher rein. Trotzdem ist es so, die Zahlen, die man gesehen hat, Mensch, die waren gestern richtig gut. Also im Immobilienbereich gibt es ja eine bestimmte Kennmarke, das sogenannte FFO, was immer angegeben wird. Das ist um 33% gestiegen. Die Leerstandsquote ist auf 5,3% gefallen. Das sind durchweg richtig gute Zahlen. Und deswegen, hoppala, was war das denn? Und deswegen entscheidend ist, es bräuchte aus meiner Sicht einen kleinen Pullback, entweder in Richtung 15, möglicherweise hier in Richtung 14,40. Dann haben wir wieder relativ viel Unterstützung. Da kommt auch die 20-Wochen-Linie von hier aus meiner Sicht durchaus interessant für eine erneute bullische Bewegung. Aufgrund dieser schon ausgedehnten Bewegung, wenn dann ein Trade kurzfristig, das heißt hier eine kurze Konsolidierung und dann eine Fortsetzung möglich. Damit lassen wir es gut sein. Es warten nämlich heute wieder ganz viele Quartalsergebnisse, die ich mir angucken werde. Ich hoffe, dass das Video für Sie hilfreich war. Wenn ja, sind Sie herzlich eingeladen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Gehen Sie auf unsere Homepage, dort haben wir schriftliche Ausgaben für Sie. Und die sind ebenfalls beim Devisenbereich, im Indexbereich, damit Sie immer zeitnah informiert sind. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Tag. Später schauen wir noch auf Bitcoin.